Ja, er kann halt nichts dafür. Ich hab, am Anfang habe ich das Lied vollkommen falsch verstanden. Aber dafür kannst du nichts, dass du schön bist. Was? Du hast das nicht sofort verstanden, dass das anders, ja, also doppeldeutig gemeint, ja, ist? Oh. Oh. Erst so beim dritten Mal hören. Stimmt. Weil am Anfang kannte ich nur den Refrain. Mhm. Aber dafür kannst du nicht. Nur diese Zeile kannte ich. Und dann, ja, und dann dieses Wiederschreiben und dann ah. Tja. Jo. Okay, nee, das musste ich noch nie lesen. Das ist kacke. Okay. Was ist das auch? Andorra von Max Frisch. Hm. Keine Schleichwerbung jetzt dafür. Ja. Alles in Ordnung, Miss. Ich frage mich, ich glaube, ich weiß, warum die Dokumente verschwunden sind. Hoho! Miss Layton war noch ganz in Gedanken vertieft. Ja! Ah! Ja, aber ich konnte sehen, wie die Lösung des Falls langsam Gestalt in ihr annahm. Ja, in Form einer Rose. Vorhersehung! Los! Warte! Lösen. Warte! Lösen. So. Okay. Dr. Ohms Aufsatz muss morgen abgegeben werden, allerdings wurden ihm wesentliche Daten gestohlen und daher wird er den Abgabetermin verpassen. Fall lösen! Ja! Ich hab's. Ich weiß genau, was passiert ist. Wirklich? Du kannst also beweisen, dass ich es nicht war? Nein. Ja, Ernst, du bist aus dem Stadler. Das Rätsel ist erledigt. Also, wer hat die Dokumente des Professors gestohlen? Ich werde alles später klären. Zuerst musst du mir Inspektor Hastings holen. Was? Ich? Ja, du. Wer denn sonst? Los, hol ihn, Ernst. Und zwar flott. Oh, ja. Kennt jemand das? Wir können das Rätsel der verschwundenen Dokumente beerdigen. Das Rätsel war einmal. Wirklich? Sie sind nämlich hier. Was? Aber ich weiß... Die Rosen. Was zum Teufel hat diese Sache denn mit einem Rosenbett zu tun? Oh, hätte ich den auch mal so gesprochen. Hm? Verdammt! Das hätte ich viel besser machen können. Das ist das Ergebnis Ihrer Forschung. Wovon reden Sie denn da? Ich erforsche genetisch veränderte Pflanzen. Das sind nur ganz normale, gewöhnliche Blumen der Unterart Rosa. Welche mögliche Verbindung könnten Sie mit meiner Arbeit haben? Ihre Forschung steckte in einer Sackgasse. Die Präsentation rückte immer rascher näher, also mussten Sie sich irgendwie Zeit erkaufen. No. Der hat einfach die ganze Zeit Netflix geguckt oder sein Äquivalent Rosen. Rosflix? Daher sorgten Sie für den Diebstahl Ihrer Dokumente. Wer hat Ihnen das denn eingepflanzt? Keiner hat den Mund bewegt. Ja. Natürlich hatten sie da das Problem, dass bergeweise Papier weg musste. Und dann fiel ihnen ein, dass man es an die Ziegen der Universität verfüttern könnte. Und deren Ausscheidungen dienen als Dünger für diese Rosen. Das ist doch ein Witz. Ja. Diese Rosen sind also die Früchte ihrer Arbeit. Sind sie nicht wunderbar erblüht? Das muss sie doch freuen. Anders gesagt, unser Ernest ist unschuldig. Also Ernest, den Rest hier überlasse ich dir. Miss Layton, du bist wundervoll. Es ist vorbei. All diese Forschung und wofür? Ich habe wirklich gar nichts vorzuweisen. Es muss nicht vorbei sein, Professor. Warum fangen Sie nicht von vorn an? Ich helfe Ihnen gern. Ernest, Sie wollen mir wirklich verzeihen? Nach allem, was ich getan habe? Wer ist diese Stimme? Ich kenne die Stimme. Das ist die gleiche Stimme wie so ein anderer Typ, der schon mal da... Also der hatte die nur verstellt. Ich weiß aber nicht... Leiden. Ja. Warte,
bitte sag nochmal was. Ich verfolge Ihre Forschung schon länger. Ich weiß besser als jeder andere, was für ein besonderer Mensch Sie sind. Ich bin mir sicher, mit ausreichend Zeit haben Sie auch Erfolg. Also fangen wir nochmal an. Gemeinsam. Nun, Ernest, Sie sind selbst etwas Besonderes. Vielen Dank. Ich glaube, das war in dem gleichen Spiel einfach jemand anders. Nein, das war auch bei Lee. Das war auch so sentimental. Ja? Mhm. Hm. Wir sollten uns bei Miss Layton bedanken. Wir beide. Wie kann ich mich nur bei ihr revanchieren? Oh Gott, ich wüsste so gerne, welche für wen die Stimme noch von uns wurde. Und in diesem Augenblick erkannte ich es. Ich erkannte meinen tiefen Respekt vor Miss Layton und wie viel Vertrauen ich in ihre Fähigkeiten habe. Und was ich wirklich für sie empfinde. Nehme ich nichts. Stattdessen stehe ich auf Undertale. So, überspeichern wir mal was. Du erhältst ein neues Fallfinale namens Ziegenzeit. Ziegenzeit, schönste Zeit. Da, 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 da. Modekatalog. Schiebung! Fall 11. Was? Jetzt müssen wir was für Catriel lösen. Und dann kommt bestimmt der Fall 12. Der hat bestimmt so ein ausgeschwärztes Gesicht. Auch weiterhin. Ich glaube, die sind ja am... Nee. Die sind ja nicht zu sehen. Nochmal zurück in das andere? Ja. Ja. Wir haben noch 3 Rätsel und eine Hinweis nimmt zu. Also waren da doch 3! War bestimmt da bei der... war das bei der Grasnella? Ja. Ja. Bla bla bla, Dekan Mona. Ja, wir haben die Erlaubnis. Okay. Na, wenn das so ist. Okay, wir müssen einmal hier vorne. Nee, im Gebäude an sich ist nicht. Nee, waren nur 2, stimmt. Hier, vor dem Campus-Ding. Okay. Auf dem Campus da. Ja, da fehlt auch eine Hinweismünze. Und halt das Rätsel, ne? Ein Rätsel? 1, ja. Oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, von dem Hund wahrscheinlich dann. Ein Rätsel, genau. Und aber warte, die erste Hinweismünze. Ach, hier hatten wir doch ewig gesucht, oder nicht? Ja. Hm. So, ich mache jetzt hier mal Ton an. Es tut mir leid für euch. Nö, pff. Muss es nicht. Okay, für mich hört sich das jetzt doch komisch an. Ich glaube, ich habe was. Nee. Wie ist das? Klingt jetzt wirklich komisch, so doppelt. Doppelt. Tut mir leid, aber ich brauche das Ploppen. Ha! Wo? In der Tür! Links! Wahnsinn! Das geht mal gar nicht, ey. So, jetzt Hund. So, umschalten. Team Salzig hat gewonnen. Okay. Oh ja, bei Popcorn. Nee. War das Popcorn? Welches Team war. Worum ging es in dem einen Splatoon-Splatfest? Bei was salzig? Ja, was war also nochmal? Ich glaube, es war Popcorn. Salzig gegen süß, oder? Ja? Ja. Ja, Mann! Ja, ich habe ja auch salziges Popcorn hier. Ah, übrigens, danke an die Leute, die bei diesem Stream zuschauen. Ihr alle bewahrt mich davor, einen schlimmen Fehler zu machen. Wer ist denn bitte salziges Popcorn gleich vom Tendocast, ja? Ruff, 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 Clef! Oh, schaut nur, das Hündchen da sitzt bei einem Rätsel. Ob es möchte, dass wir es lösen? Vielleicht sollte ich es mal versuchen, ja. Nein, das schauen Leute, essen Leute, die ins Kino gehen. Für süßes Popcorn schmeckt im Kino. Berge bewegen!
Diese fünf Burger haben sehr ungewöhnliche Formen. Kannst du ihre Formen deuten und sie in der richtigen Reihenfolge aufstellen? Schiebe die Berge, um sie zu bewegen, und platziere sie unten in den Rahmen. Formen deuten? Ah. Ich glaube, ich verstehe so ein bisschen, was gemeint ist. Nee. Ich nicht. Formen deuten. Deute die Formen. Und dann in die richtige Reihenfolge bringen? Ich probier's einfach mal. Also ich bin mir überhaupt nicht sicher. Nee, okay. Okay, okay. Also ich habe eine Idee, in welche Richtung es geht, aber ich weiß nicht genau, wie man das machen soll. Was denn? Er ist der normale Mensch. Ja. Ja. Okay, also ich denke nicht, dass es dann... Ich brauche einen Hinweis. Ich komme nicht klar. Ja, ich würde auch mal. Als wären die Dinge, für die sie stehen sollen, angemalt worden. Hä? Ja, das verstehe ich auch. Die sind so geformt, als wären die Dinge, für die sie stehen sollen, angemalt worden? Ja. Wofür sollen denn Berge stehen? Ich muss gerade an Bob Ross denken. Ich brauche noch einen Hinweis. Okay. Ja, okay. Ich habe da echt keine Ahnung, wie genau die Buchstaben des... Außer das O vielleicht und ein A. Aber in welche Reihenfolge soll man sie denn bringen dann? Alphabetische? Ich denke nicht. Auch noch ein? Ja, her damit. Ich muss mich damit lesen auch nicht. Ah, ja. Okay. Das war mir klar. Das habe ich mir auch gedacht. Vielleicht. Zum Glück habe ich das richtig gemacht. Ist es ein A? Das ist ein A, ja. Ich habe erst auch so gedacht wie du übrigens. Ja. Aber dann habe ich bei einem davon gedacht, nö, vielleicht ist es was anderes und dann... Vielleicht ein T? Ein T? Ja. Aber macht auch keinen Sinn. Doch, dann ja. Weil dann hat man was? Was hat man denn mit dem Zieh? Nee, ach so, das nicht. Nee, nee, ups. Nee, dann. Das ist das A. Das ist nicht das C. Das ist ein D. Ja. Dann ist das O ein C. Ach so, und doch wieder Alphabet. Ja. Ich habe noch ein Wort geguckt.
Ja, habe ich auch mal zwischendrin, aber dann dachte ich, nee. Nee. Jo? Ja. Okay. 76, 75. Jo, und so sieht's dann halt aus, genau. A, B, C, D, E. Oh Gott. Oh je.